Hi, everybody. I'm Ralph Shaheen. Welcome to our live coverage of Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship from the beautiful Pacific Northwest. The track crew have put together an extremely challenging design here in Seattle. This is one of the toughest tracks we have ever seen inside CenturyLink Field. The riders are going to have to be at their absolute best if they want to win here in the Emerald City. Jo, weiter geht's. Wir sind hier in Seattle mit einem frustrierenden Ergebnis im Rücken. Im CenturyLink Field. Jo, wenn ihr das gesehen habt, ja, ich sag nur Platz 17. Ganz übel abgeschiss. Ganz übel. Ja. Oh, Entschuldigung, hab ich erst weggedrückt. Boah, ich bin so frustriert, da ging gar nichts. Es hat gar nichts funktioniert, wie jetzt hier auch. Der Start komplett für den Arsch. Nur abgefratzt im letzten Renner. Ich keine Ahnung. Hat gar nichts funktioniert. Ein richtig mieser Tag. Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich da schon aufpassen wie Sau. Wenn ich da jetzt gleich das nächste Mal ein bisschen schneller bin, da fliege ich weg. Ist jetzt hier halt auch ich hatte so Druck, ich bin nämlich nicht mehr erster in der Gesamtwertung. Ich muss jetzt Punkte sammeln. Irgendwie aufs Podium. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel er ist. Oh, das ist aber knapp, ey. Da muss ich jetzt echt gleich aufpassen, ey. Das ist echt, das ist unfassbar, wie schlecht ich bin. Mann, ey. Ja, ich glaube, ich habe gerade meine Titelträume zerstört. Das sieht gar nicht gut aus. Thank you.
Unfassbar, ich habe das doch gewonnen. Oh. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Gar nicht damit gerechnet, ey. Boah, geil. Wow, ehrlich. Wow, wow, wow. Das war ganz schön eng, ey. Oh, so. You can tell these guys have been doing their work during noch the week. Zwei Renner. They came into this race fast, strong and ready to battle. Erstmal gespannt. Boah. Der Blessinger in der Punkt nur, es wird ganz schwer. Jo. Das wird schwer. Oh Mann, ey. Jo. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann hoffen wir, die nächsten zwei Rennen mit Glück irgendwie zu gestalten. Positiv.